Wir alle kennen und lieben Eric. Eric ist ein fester Bestandteil von diesem Kanal geworden. Wir kochen zusammen, wir essen zusammen, wir machen eigentlich alles zusammen, was hier auf diesem Kanal stattfindet. Und eine Frage brennt in unseren Herzen. Wer kann eigentlich besser kochen? Dieser Frage wollen wir uns heute widmen. Wir haben Brümmi, unseren Praktikanten, losgeschickt. Er hat einen wilden Warenkorb zusammengestellt mit verschiedensten Produkten, also eigentlich wirklich alles. Und das Beste war, wir wussten überhaupt nicht, was auf uns zukommt. So wie damals bei der Challenge gegen Lari, die ich verloren habe. Mir war aber ganz klar, ich möchte diese Gelegenheit, meinen Ruf wiederherzustellen, nicht ungenutzt lassen, mich vollkommen ins Zeug legen. Und als Eric und ich mit verbundenen Augen in die Küche geführt wurden, habe ich mir gedacht, jetzt gebe ich alles. Los geht's, oder? Ich weiß nicht, was jetzt passiert, Bro. Aber... Sollen wir abziehen? Ja. 3, 2, 1. Ich wollte es so abreißen. Okay. Alter. Oh, ist das Lamm? Okay, wir haben ganz kurz. Lamm, Bohnen, andere Bohnen, so ein paar Pulver, Kartoffeln, Butter, Brühe, Rotwein. Wir haben 3 Sorten Kartoffeln. Ihr wisst vielleicht, das letzte Battle habe ich ja gegen Lara, gegen meine Freundin verloren. Deshalb sind meine persönlichen Ziele umso höher gesetzt heute. Und ich muss das Ganze mal kurz auf mich wirken lassen, um mir überhaupt zu überlegen, was ich jetzt mache. Logischerweise bereite ich auf die möglichst beste Art und Weise das Lamm zu. Also das ist ja so ein Lammkarree, richtig schön, das sieht wirklich super aus. Also mit den Knochen French dran, ne? Haben wir verschiedene Kartoffeln, ich sehe Backpulver, ich habe da schon eine Idee. Und Bohnen und Speck. Soll ja am Ende auch schön aussehen. Wir müssen es schaffen, dass wir uns gegenseitig nicht so viel abgucken. Deshalb höre ich mal weg, wenn Eric jetzt erzählt, was er so vorhat. Also Lamm, übelst lecker, hat Max für mich auch mal gekocht, bei meinem persönlichen Koch. Hat dir auch sehr gut geschmeckt. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Rotwein, es sieht alles nach einer Soße aus. Viel Erfolg, Bro. Let's go. Okay, komm. Mise en place, ne? Sagt man ja in der französischen Küche. Das werde ich nämlich jetzt genauso machen. Schneide hier grob die Enden einmal ab. Das Ding ist, ich brauche basically 2 Backöfen. Also ich weiß nicht, wie viele du brauchst. Vielleicht geht's auch gar nicht, was ich vorhabe. Ich brauche einen Backofen, um mein Lamm durchzuziehen. Das will ich halt auch machen. Die andere Sache, die ich im Backofen machen will, könnte dazu beitragen, dass ich hier heute mit dem Sieg nach Hause gehe. Ich habe hier meine Bohnen jetzt ins Wasser geschmissen. Weiß ich nicht, ob ich das so machen würde. Also vielleicht verzettel ich mich ja auch komplett. Timing ist ja in der Küche eh nicht so wichtig. Nein, das muss bereits reichen. No joke, mein Problem ist irgendwie gerade, dass ich so wirklich gar keine Reihenfolge befolge. Das ist wirklich gerade sehr hart. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, das wird eine klare Sache. Also ich hatte meinen Plan, ich hatte meine Vision und Eric ist zugegebenermaßen etwas hektisch neben mir hin und her geflitscht wie ein Flummi. Ich wüsste nicht, was jetzt schiefgehen sollte. Also ich bin auf einem guten Weg, würde ich sagen. Dachte ich zumindest. Ich habe nicht wirklich einen Schimmer, wie lange das Ganze gleich brauchen wird im Backofen. Ich bin gerade beschäftigt. Dadurch, dass ich einen Handschuh habe, kann ich nicht so gut die Pfeffermühle benutzen. Wo haben wir Thymian? Thymian hinten rechts. Der gelernte Koch erkennt das eigentlich. Genau, ne? das hier ist Thymian, Leute. Einfach von allem hier ein bisschen, dann wird das schon schmecken. Die Pfanne beginnt leicht an zu rauchen und hinein mit unserem Lammreck im Ganzen. Wohlgemerkt. Die Endstücke meiner Lammreck habe ich klein gewürfelt und die Knochen auch aufbewahrt, weil ich mache die jetzt hier für meine Soße. Oh, mashallah. Das versuchen wir jetzt von allen Seiten natürlich. Ich möchte nicht nur das Fleisch, sondern auch die Rotweinjus. Die möchte ich nämlich gerne auch aromatisieren. Schaut mal hier auf den Pfannenboden, Topfboden besser gesagt. Wir haben richtig krasse Rösterung. Das lassen wir jetzt nochmal richtig heiß werden und dann löschen wir das gleich ab. So, weil Rotwein ist drinne, abgelöscht, kurz aufkochen lassen. Riecht schon super, das muss man sagen. Ja, ja. Viele Leute sagen, das war eine gute Soße. Ja, ja, ja. Safe, also Soße ist der Weg in das Herz von Menschen. Ja. Man möchte einfach schon reinbeißen. Das riecht so gut. Ich habe hier eine Kräuter-Butter-Mischung, sage ich jetzt mal, noch herangegeben, die natürlich wegschmelzen wird, aber die hoffentlich auch Geschmack auf der Außenhaut lassen wird. Backofen auf. Boah, das ist zu krank, ne? Ja. Das ist wirklich zu krank. Das ist wirklich geisteskrank. Ich packe meins hier auf meine Seite nach links. Du packst deins auf deine Seite. Es ist interessant, weil wir kennen beide diesen Ofen auch nicht, ne? Ja, ja, wir nutzen jetzt zum ersten Mal. In der Zwischenzeit kann ich vorerst erstmal nur weiter warten, weil die brauchen jetzt eine Stunde im Ofen. Irgendwie ist ja klar, dass wenn ich jetzt rumstehe und die ganze Zeit nichts tue, dass auch ich noch ein bisschen in Hektik verfallen werde. Aber mein Zeitplan stand, wie gesagt, halt. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt nichts anderes machen, als zu warten, dass wir endlich unser Lamm in den Ofen tun konnten, damit ich mit Soße und allem drum und dran weitermachen konnte. Mein Experiment hier, mein einsamer Kartoffelwürfel, der so da vor sich hin brutzelt.
Low and slow, wohlgemerkt. Und mein Test war erfolgreich. Ich habe auch die anderen Süßkartoffeln hinzugefügt. Komm, jetzt nochmal in Würfel geschnitten. Irgendwas muss ich ja mit meiner Zeit machen. Ich salze hier mal mein Wasser. Ich komme nämlich jetzt zu den Kartoffeln. Und aufmerksame Zuschauer meines Kanals haben vielleicht schon eine Idee, in welche Richtung es geht. Ich nehme hier einen Teelöffel Backpulver, füge ihn in mein Wasser. Ihr seht schon direkt, da geht die Magie los. Falls ihr euch fragt, was ich jetzt mache. Ich koche meine Kartoffelwürfel vor, aus einem ganz einfachen Grund. Normales Wasser mit Salz ist sauer. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich Backpulver hinzugegeben habe, wodurch das Wasser basisch wird. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber ich habe das gelernt bei einem meiner Lieblingsköche. Und das hat zur Folge, dass Pektin, also der Ballaststoff in der Kartoffel, der die Kartoffel zusammenhält, so der sie hart macht, das bist du bei mir übrigens, Eric, dass der sich schneller abbaut, dass der schneller abgebaut wird, was zu einer weicheren Oberfläche führt, was wiederum bei meinen Röstkartoffeln zu mehr Crunch führen wird. Soweit die Theorie. Ich hoffe, ihr fandet diese Animation genauso schön wie ich. Das ist ja eine Sache, mit der wir eigentlich weniger arbeiten, leider. Aber heute haben wir einen ganz besonderen Partner, der genau solche Sachen ermöglicht. Deshalb vielen lieben Dank an Adobe, die mich in diesem Projekt, in dem heutigen Video und mich aber auch schon seit vielen, vielen Jahren mit ihren Produkten unterstützen. Zu Creative Cloud gehören Produkte wie Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, Fresco oder After Effects. Somit können wirklich alle Projekte jeglicher Art umgesetzt werden. Für Schüler, Studenten, Azubis und Lehrer gibt es 65% auf Creative Cloud. Den Link, den ihr sucht, findet ihr in meinem angepinnten Kommentar. Und übrigens, ihr könnt das Abo 7 Tage lang kostenfrei testen, um euch einfach mal mit der gesamten Bandbreite auszuprobieren. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank an unseren Partner Adobe und weiter geht's mit dem Kochbattle. Ich werde jetzt meine Süßkartoffel probieren. So, Kochfeld hinten, schnell angeschmissen. Wie schmeckt deine Süßkartoffel, Eric? Sehr lecker. Backblech gebe ich zum Vorheizen mit rein. Deshalb gehe ich runter von der Hitze. Das reicht auch schon. Das ist jetzt schön aromatisiert, mein Öl. Das muss passen. Ich packe mir ein kleines Sieb, ein feines Sieb, ein kleines feines und seihe hier einmal mein Öl durch, sodass die harten Bestandteile draußen bleiben und das flüssige, aromatisierte Öl im Glas landet. Meine Kartoffeln sind jetzt fertig. Ich hatte gar keinen Stress damit, das Ganze festzustellen. Ich musste sie nicht mal probieren, denn ich habe mir einen Timer gestellt. Um diesen Effekt jetzt noch weiter zu verstärken, davon, dass diese Oberfläche jetzt schon so leicht weich geworden ist, gebe ich mein aromatisiertes Öl drüber und bewege die hier drin so ein bisschen. Ihr kennt das von meinem Kanal, das ist ein absolutes Favorite-Kartoffelrezept, das ich habe. Jetzt beginnt das Ganze schon, es bildet sich hier so diese kartoffelpüreeartige Schicht auf der Oberfläche. Aber das wird fast wie so ein kleiner Teigmantel. Meine Kartoffeln kommen jetzt in den Backofen, ein wenig Backpapier, hau die Dinger rein. Und gucke, dass ich hier alle gleichmäßig verteile, sodass die gleichmäßig Luft bekommen. Hier spielt mir jetzt auf jeden Fall in die Karten, dass wir nur diese eine Anrichteportion machen, weil je mehr man reinmacht in so einen Ofen, desto weniger knusprig wird es. Sollen wir mal schauen, wie es bei unserem Lamm aussieht? Ja. Uiuiui. Okay. Aber man sieht auf jeden Fall schon hier das Gart durch und ist auf einem guten Weg, hoffentlich. Eric ist gerade an der Tür und der stellt einfach auf meine Seite in den Topf. Das geht nicht, ich brauche den Platz. Nein, das wollte ich gar nicht. Ah ja, okay. Das war intuitiv. Ja, ja, ja. In die Pfanne gebe ich jetzt meine Schalotte hinein, zur niedrigere Hitze. Meine gehackten Kräuter, mal wieder. Deine Jus braucht ja auch Zeit. Geht mir ein bisschen zu schnell, deshalb ablöschen. Boah, ich bin so gespannt auf diese Jus. Alter, ich habe wirklich keinen Schimmer. Eric ist gerade nicht in der Küche. Ich verrate euch eine Sache, die ich gemacht habe. Ich habe meine Butter in den Kühlschrank gestellt. Also ich werde gleich später meine Soße montieren. Und dafür muss die Butter kalt sein. Dadurch kriegt ihr mehr diesen Glanz und sowas. Ich glaube, das könnte auch ein wichtiger Punkt für meine Soße sein. Ich bin ein bisschen eifersüchtig auf deine Jus, Bro. Also auf deinen Fortschritt, weil, was ich so gesehen habe, sah schon echt gut aus. Der Rotwein ist jetzt so zu 2/3 verkocht. Jetzt gebe ich mal meine Brühe dazu. Und was man sagen muss, wir haben hier alles außer so eine Dicke, die Eric schon in seiner Soße hat. Die meine kocht halt einfach schon viel, viel länger. Dann kocht er die ganze Zeit. Zwar, kannst du mir Milch einmal geben? Hatten wir die erlaubt eigentlich? Hast du mir erlaubt. Denn ich mache einen Kartoffelpüree. Und die Würfel? Und die Würfel, ja. Aber da steht so Heike schon so ein bisschen dein Name drauf. Kartoffelpüree mit Süßkartoffelwürfeln. So. Daran könnte Lara am ehesten erkennen, von wem was ist. Ja, okay, ja. Stimmt. Und das hat so ein bisschen was von Lasagne mit Schnitzel, falls ihr euch erinnert. Ich einmal hier oben dran. Das sieht gar nicht nach so super wenig aus, was wir hier haben. Ist beim besten Willen auch nicht viel, aber man sieht einfach, das ist Fett, das ist Geschmack. Das ist genau, was wir brauchen. Junge, Junge, ich brauche dieses Gefäß hier und ich brauche dieses Tuch. Mit der Soße wirst du das Tuch. Du willst das Tuch einfärben. Ich schütte meine Soße durch das Tuch
Ja, und dadurch ist sie klar. Klar. Das ist wirklich gut. Schön ausbringen. Wir möchten jedes noch so kleine bisschen an Flüssigkeit haben. Da habe ich mir gerade schon den Soßentopf sauber gemacht. Und da schütte ich jetzt ein kleines bisschen Jus hinein, was noch viel weniger wird. Das ist halt wirklich eine Herausforderung, jetzt eine echte Jus zu machen, weil als ich die gemacht habe damals, habe ich halt so 10 Liter Flüssigkeit auf 50 Milliliter reduziert. Das macht es nicht nur leicht, aber ich bin stolz darauf, dass sie klar ist. Was macht der denn jetzt schon wieder? Digga, ich bin komplett freestyle. Eric ist einfach in so, der ist nicht in der Küche. Ich bin im Trance. Der ist in einem Labor. Ich blanchiere auch meine Bohnen. Hast du mal deine Jus probiert? Nein. Die ist sehr sauer bei dir. Hat schon viel Säure, weil wir halt so viel Wein reduziert haben. Überrascht mich. Und spätestens jetzt nach dem Abschmecken der Soße wusste ich, es ist doch nicht alles so einfach. Ich habe ein ziemliches Problem, weil die Soße ist super flüssig, sie schmeckt sauer und hat nichts mit der Soße zu tun, die ich hier in meinem Kopf hatte. Deshalb habe ich ein paar Sachen probiert. Ich habe jetzt den Kartoffelpüree mit meinen bereits ausgelassenen, schön angebräunten Guanciale-Stückchen vereint. Was ist das? Geschmack, Bruder. Unnormal lecker. Ja? Ja. Probier einmal. Achso. Sehr ungewohnt, aber sehr lecker. Bohnen sind fertig blanchiert. Ich habe so Angst, ne? Ich würde so vor lauter Säure am liebsten so ein bisschen Milch hinzufügen zu meiner Jus. Ja. Weil ich traue mich nicht. Ich schnür mir jetzt hier so kleine Pakete. Ein paar Böhnchen. Dann rolle ich das Ganze ein. Einmal durchschneiden. Fertig. Sieht auch nicht verkehrt aus. Schaut euch, was aus der Jus übrig geblieben ist. Es ist ein Hauch von nichts. Und das versuche ich jetzt noch hier von diesem ganzen Zeug zu trennen. Und es funktioniert. Das ist hoffentlich mein Sieg. Normalerweise muss man sogar kalte Butter hinzufügen, ne? Mhm. Wir haben gar keine kalte. Also wir haben sie kalt gestellt zu Beginn der Challenge. Shit, hast du das gemacht? Krank. Das ist meine Ultra-Geschmacksbutter. Bro, du bist wirklich am Experimentieren einfach. So, Eric, schau, was ich jetzt mache. Kalte Butter. Du kalter Blödmann. Bro, die Jus sehen so unterschiedlich aus. Mhm. Mama mia, ey. Was? Also, meine Jus ist noch zu flüssig leider. Und ich habe, glaube ich, zu früh angefangen, sie zu montieren. Ich hätte erst eindicken müssen und dann montieren. Montieren ist, glaube ich, so das allerletzte, was man macht. Mhm. Punktlandung. Ofenkartoffeln sind fertig, den Ofen mache ich aus. Resthitze bleibt noch zum Warmhalten. Ich bin ernst happy, Bro. Mit deiner Jus? Mhm. Also ich habe das Problem, das hier war mein Jus-Versuch eingedickt. Das hier ist, nachdem ich es nochmal erhitzt habe, das hat halt total so Knötchen gebildet und sieht halt überhaupt nicht mehr so aus, wie der Grund, weshalb ich es durch das Tuch passiert habe. Weiß. Ehrlich nicht, macht alles keinen Unterschied mehr. Der hat sich halt jetzt geteilt. Weil nach dem Montieren erhitzt man so eine Jus natürlich eigentlich nicht mehr, weil sich dann quasi die Butter wieder löst und an der Oberfläche absetzt. Was ziemlich genau das ist, was passiert ist. Man kann ja, wenn sich Öl und Flüssigkeit trennen, zumindest versuchen, sie zu emulgieren. Mit Gewalt. Jetzt gebe ich meine Kräuter wieder dazu. Entweder klingt es hart oder es klingt knusprig. Es klingt hart. Das ist ja ein kompletter Fail. Da ist nichts mehr drin. Wir richten an jetzt? Ich richte an, ja. Wenn ich jetzt genau das geschafft hätte, was ich mir vorgenommen habe, dann würde ich jetzt mit Herz, mit Freude aufräumen. Aber es ist einfach nur ein Fail. Also die Farben und so sind nicht verkehrt. Immerhin kriegen wir das noch hin. Das ist jetzt nicht perfekt, finde ich. Das ist nicht so geil, so rötlich, ne? Mhm. Ich bin miese unzufrieden. Du? Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es schmecken wird. Du darfst gerne kommen jetzt, Lari. Oh, wow. Das sieht beides sehr gut aus. Mich persönlich lachen da immer total die Crunchy Potatoes an. Sieht das beides sehr gut aus. Hier ist natürlich nochmal die Soße. Soße ist eigentlich immer ein Pluspunkt. Ja, ist ausgeglichen, würde ich sagen. Dann gehen wir dann muss mit wohl der Geschmack entscheiden. Gleichstand in den Taste-Test. Ich werde jetzt einfach mal so eine Kartoffel als erstes probieren. Das ist ja das, was mir als erstes aufgefallen ist. Man hört schon, schmeckt so, wie es klingt. Nur ein bisschen kalt schon, aber es ist meine Schuld. Probieren wir jetzt mal. Das ist Lamm, oder? Lammkarree. Mhm. Magst du Lamm? Ich mag Lamm, ja. Schmeckt schon sehr roh. Ich probiere direkt im Kontrast dazu mal den anderen Teller. Man sieht nicht so roh wie da, aber gut Fett dabei. Mhm. Hier nehme ich jetzt mal ein bisschen von dem. Ich schätze, es ist Polenta. Nee, Kartoffelpüree. Ich weiß es nicht. Und vielleicht Süßkartoffel. Das schmeckt sehr geil. Kann ich nicht so richtig enträtseln, was das ist, aber lecker. Probieren wir jetzt mal die Bohnen. Oh. Sehr, sehr knuspriger Bacon. Gut. Direkt daneben mal die anderen.
schmeckt frischer als das. Ich bin ein großer Fan von Crispy-Kartoffeln, deswegen hätte ich, wenn es auf einer Speisekarte gestanden hätte, wahrscheinlich eher das hier bestellt. Ich gebe beiden Gerichten 8 von 10, 9 von 10. Was schätzt du denn? Was ist von wem? Ja, du hast dich nach hier gesetzt, dann ist das dein. Der Gewinner der heutigen Challenge ist Eric. Nein! Ja. Ich jetzt meinen Job. Nein, na schauen. Aber weißt du, was mich die ganze Zeit geärgert hat? Wir haben die gleich zubereitet. Du hast nur hier von der Kruste geschnitten. Also low-key müsste Erics in der Mitte genauso aussehen wie meins. Low-key nicht, weil ich glaube, meins ja, glaube ich, länger gegart und von allen Seiten. Ja, tatsächlich. Hä, Meter? Also man kann das safe essen, aber... Ich esse einmal, ja? Ja, mach das gerne. Mutiger Bissen. Man kann, das ist nicht roh. Das ist medium. Perfekt medium. Und das ist dann eher well done oder what? Ne, das ist auch medium. Das ist, aber das sieht anders aus. Medium. Also bei mir ist der graue Rand ein bisschen dreckig. Aber ja, Eric, GG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sehr, sehr viel Arbeit und es wird noch mehr Arbeit, wenn wir das Ganze sauber machen. Wie gesagt, wir gucken mal, ob Eric seinen Job noch behalten kann. Und das letzte Wort hast als Gewinner du. Auf Max Kopf ist eine Videoempfehlung, speziell für euch. Und genau. Damit ihr mich als Verlierer nicht mehr ertragen müsst. Abonniert den Kanal. Verlierer. Ciao. Ciao, Leute.